Es fehlt nicht mehr viel und dann darf sich die TuS Dassendorf zum 7. Mal zum Hamburger Meister krönen. Dafür muss heute aber ein Sieg her gegen den TSV Buchholz, um den Abstand auf den 2. Miendorf auf 6 Punkte auszubauen und um am nächsten Wochenende die Meisterschaft eintüten zu können. Die Gäste in Rot sind momentan Vorletzter, haben seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen und wollen sich heute an dieser Herkulesaufgabe versuchen. Und Buchholz kommt gut rein in dieses ungleiche Duell. Knobloch mit der ersten Chance der Partie. Aber auch die Hausherren wagen sich mal vor den gegnerischen 16er. Über Maggio kommt der Ball zu Aust, probiert es aus der Distanz. Der Schuss wird jedoch von Fritz artistisch geblockt. Von einer klaren Rollenverteilung ist in den Anfangsminuten nichts zu sehen. Der TSV lauert vor allem auf kleine Schnitzer der TuS. Das ist Knobloch und der legt nochmal ab für Fritz. Der Schuss am Ende jedoch leichte Beute für Grüne im Kasten der Dassendorfer. Und weiterhin ist der 8-Platzierte der diesjährigen Meisterrunde am Drücker. Es geht über links, über Fuß und der mit dem Versuch aus spitzem Winkel. Der TSV nähert sich hier der Führung an. Nach dieser kurzen Sturm- und Drangphase der Gäste übernimmt dann aber die TuS das Spielgeschehen. Aal Schwede setzt sich hier gut durch und schlänzt ihn aufs lange Eck. Doch das Aluminium verhindert die 1:0-Führung. Klasse gemacht vom Kapitän des Spitzenreiters. Der Ball landet nach dem Schuss aber nicht im Aus, sondern wird nochmal reingebracht. Kurczynski kreativ mit dem Fallrückzieher. Da hat nicht viel gefehlt zu einem Tor des Monats. Die TuS dann mal mit einer Ecke, die wird getreten von Möller und findet punktgenau den Kopf von Aust. Das 1:0 in der 34. Minute für die Gastgeber durch den ehemaligen Nationalspieler Gambias darf hier sein erstes Saisontor feiern, auch weil Knobloch beim Klärungsversuch den Ball ins eigene Tor lenkt. Was kommt als Antwort von Buchholz? Auch mal mit einer Ecke. Buzala bringt das Ding in die Mitte, findet zwar den Kopf von Lenz, doch der Köpf zu Vornfeist. Das 1:1 5 Minuten später durch Dominik Vornfeist. Und das ist nicht unverdient. Buchholz in den Anfangsminuten mit guten Möglichkeiten. Sie blieben dran und werden mit dem Ausgleich belohnt. Hier mit freundlicher Unterstützung von Lenz, der die Kugel perfekt auflegt für Vornfeist. Die erste Halbzeit ist aber noch nicht vorbei. Aytekin mit dem Fehler. Der Ball kommt zu Maggio, geht ins Dribbling und dann macht es Aytekin gleich nochmal schlimmer. Holt Maggio von den Beinen. Da besteht kein Zweifel, klarer Elfmeter. Trifft Maggio an der Ferse, der darauf kurz behandelt werden muss, aber weitermachen kann. Der Strafstoß ist eine Sache für Sven Möller und der erledigt das eiskalt, schickt Bark hier in die Ecke und das ist dann die erneute Führung für die TuS durch den 31-Jährigen, macht das hier ganz lässig mit dem Chip unter die Latte. Zwei zu eins ist dann auch der Pausenstand. Die Zuschauer sehen bisher bei schönster Hamburger Abendsonne ein unterhaltsames Spiel, in dem der Underdog gut mithält, Dassendorf aber bisher seine Möglichkeiten einfach besser nutzt. Rein geht es in die zweiten 45 Minuten und die TuS kommt direkt mit viel Feuer aus der Kabine. Möller legt den nochmal rüber auf Carolus und der fackelt nicht lang. Bark hier im Tor der Gäste bekommt gerade noch seine Fäuste hochgerissen. Das Spiel flacht dann deutlich ab, Langer will aber nochmal ein bisschen Feuer reinbringen, rempelt hier ziemlich unnötig Lenz an, der gegen die Bande kracht. Es gibt eine mündliche Verwarnung vom Unparteiischen und danach noch einen Handshake mit Lenz, dann ist auch wieder alles in Ordnung, das musste aber auch nicht wirklich sein. Die Gäste aus Buchholz haben sich aber noch nicht aufgegeben. Das ist Backhaus auf der rechten Seite. Setzt sich gut durch gegen zwei und sieht in der Mitte den eingewechselten Kolu. Was für eine Möglichkeit, 7 Minuten vor Schluss für den TSV. Das wäre vermutlich der Lucky Punch gewesen, doch Kolu grätscht ins Leere. Kurz vor Schluss kommt dann auch nochmal die TuS. Über Aust.
Doch der wird gelegt von Aitekin, der dafür auch völlig zu Recht den gelben Karton sieht. Der fällige Freistoß kommt wie immer von Möller und findet perfekt den Schädel von Bergmann. Damit ist jetzt alles klar. 3:1, 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, legt Dassendorf nochmal nach. Die TuS ist heute einfach so eiskalt bei ihren Möglichkeiten. Danach passiert dann nichts mehr. Die TuS Dassendorf holt wichtige 3 Punkte im Meisterschaftsrennen. Heute teilweise mit kleineren Problemen gegen einen mutig aufspielenden TSV Buchholz. Am Ende ist es dann doch ein klarer 3:1 Erfolg. Sven Möller mit der Stimme zum Spiel bei Jessica Klich. Also wir wollten auf jeden Fall umsetzen, dass wir heute das Spiel gewinnen und dominieren. Haben wir größtenteils umgesetzt. Ist natürlich immer auch unangenehm gegen Buchholz, weil sie gut zustellen, gut pressen und sehr aggressiv sind auf dem Ball. Aber ich denke, wir haben das im Großen und Ganzen ganz gut gemacht. Auch im richtigen Moment die Tore gemacht. Wichtig war der Elfmeter kurz vor der Halbzeit, dass man in Führung geht und dann in die Pause. Aber ansonsten, denke ich, haben wir das ganz gut umgesetzt. Wollten Pressing ein bisschen besser umsetzen. Das haben wir dann beim Elfmeter erfolgreich gemacht. Ich glaube, rundum kann man ganz zufrieden sein. Am nächsten Sonntag treffen beide Teams wieder aufeinander, denn die Partie heute war ein Nachholspiel. Die TuS Dassendorf kann sich dort also endgültig zum Meister krönen.